Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und anderer Gesetze. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Und je zügiger der Platzwechsel vorgenommen wird, desto schneller werden wir fertig. Das gilt für die Kollegin Klöckner. Ja, ich freue mich auch. Aber am besten, Sie setzen sich hin, Frau Kollegin Klöckner. Wunderbar. So. Das gilt auch für, genau. Gott. Ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Herrn Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, für die Bundesregierung das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Das GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, ist so etwas wie das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft. Es ist quasi die Software unserer wirtschaftlichen Ordnung, und diese Software bekommt jetzt ein kräftiges Update, wahrscheinlich das größte Update seit vielen, vielen Jahren. Deswegen für mich persönlich der Höhepunkt dieser Plenardebatte. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Update hat zwei Gründungsväter. Das kann ich in diesem Fall nicht gendern. Es ist einmal Rainer Brüderle, der einen ähnlichen Anlauf schon vor ein paar Jahren unternommen hat, sich damals nicht durchsetzen konnte. Aber interessant ist das Credo, das hinter dem Versuch von Rainer Brüderle stand, diese 11. GWB-Novelle durchzusetzen. Sie lautete nämlich: Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft erwächst aus Wettbewerb. Und genau das dafür sorgt diese 11. GWB-Novelle, den Wettbewerb in Deutschland noch einmal zu stärken. Und der zweite Pate, und das sage ich auch noch einmal, liebe Frau Klöckner, mit einer Reminiszenz zu der Tagung des CDU-Wirtschaftsrates, ist Ludwig Erhard. Der hat nämlich dieses GWB mal durchgesetzt gegen den entschiedenen Widerstand des BDI. Gegen den entschiedenen Widerstand des BDI, weil die Gründung der sozialen Marktwirtschaft eben bedeutet, Regeln für fairen Wettbewerb einzuführen. Das tun wir mit dieser 11. GWB-Novelle, mit einem Update, weil sich natürlich die Bedingungen verändert haben. Aber das Ziel dieser 11. GWB-Novelle ist, den KMUs, dem Mittelstand, den Start-up-Unternehmen, den Verbraucherinnen und den Verbrauchern mehr Möglichkeiten zu geben. Möglichkeiten zu geben, die Optionen zu erweitern und damit die Innovationskraft in Deutschland zu erhöhen. Das tun wir mit dieser 11. GWB-Novelle, indem die Sektorenuntersuchungen gestärkt werden, indem die Marktzugänge für sonst benachteiligte, eben kleinere, mittelständische, junge Unternehmen erleichtert werden, indem es gegebenenfalls auch die Pflicht gibt, im digitalen Sektor Daten zu teilen. Und sollte es schuldhafte Verstöße, und ich betone schuldhafte Verstöße, geben, dann kann das Kartellamt auch zu einer Abschöpfung der Vorteile, die aus diesen schuldhaften Verstößen kommen, greifen. Was wir also tun, ist, dem Bundeskartellamt, dem Hüter der Wettbewerbsordnung, hier noch einmal Zähne und Klauen zu geben, um Innovationskraft und Wettbewerb in Deutschland zu stärken. Und umgekehrt schaffen wir mit dieser GWB-Novelle Rechtssicherheit und Rechtsschutz für alle Unternehmen, sodass Markt eben beides ist, Innovationskraft und Freiheit für die, die sich darauf betätigen wollen, und natürlich rechtliche Sicherheit für die Investitionen. Das Gesetz ist von meinem Haus vorgelegt, aber es ist in intensiver Zusammenarbeit mit dem BMJ und den Kollegen dort, den ich stellvertretend im Namen Marco Buschmann danken, stellvertretend für die Kollegen, die dort mitgearbeitet haben. Ich glaube, es ist ein gutes, ein wichtiges Gesetz. Es war lang überfällig. Ich erinnere noch mal an Rainer Brüderle. Machen Sie es besser. Danke. Vielen Dank, Herr Minister. Als nächster Redner erhält das Wort Hans-Jörg Durz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die letzten Tage waren sicherlich hart für einige fußballbegeisterte Kollegen. Denn der FC Bundestag ist als amtierender Europameister trotz Meistertrainer Felix Magath an der Seitenlinie bei der diesjährigen Europameisterschaft der Parlamentarier-Fußballmannschaften
leider auf dem letzten Platz gelandet. Eine bittere Sache, aber so kann es im sportlichen Wettbewerb nun mal passieren. Gestern noch Europameister, heute schon Schlusslicht. Doch ich bin überzeugt, dass viele hier auch mit Leidenschaft weiter den Fußball verfolgen werden, insbesondere am kommenden Wochenende, am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Denn, das muss ich als Bayer auch anerkennen, so spannend war es selten. Erstmals seit 10 Jahren könnte die Meisterschale nicht nach München gehen. Offensichtlich gibt es zumindest eine Anhängerin bei der Ampel, eine Anhängerin des regelbasierten Wettbewerbs. Denn sollte Bayern nicht Meister werden, dann liegt es nicht daran. Kommt gleich. Also sollte Bayern nicht Meister werden, dann wird es daran liegen, dass ein Konkurrent innerhalb des bestehenden Regelwerkes schlicht besser war und nicht daran, dass der Schiedsrichter beschlossen hat, dass München trotz Beachtung aller Regeln mit 2 Toren Rückstand die Spiele beginnen musste in der vergangenen Saison. Doch auf dem Spielfeld der Wirtschaft wollen Sie genau ein solches Vorgehen künftig ermöglichen. Trägt ein Unternehmen zu oft die Meisterschale nach Hause, ist es zu erfolgreich, dann sollen Regeln geschaffen werden durch eine Behörde. Sie machen das Bundeskartellamt vom Schiedsrichter zum Spielmacher und schicken die soziale Marktwirtschaft damit vom Platz. Ein grobes Foul von uns gibt es dafür glasklar die rote Karte. Die Gesetzesnovelle von Ihnen, Herr Bundeswirtschaftsminister Habeck, als die größte Reform des Wettbewerbsrechts seit Ludwig Erhard zu bezeichnen, wie Sie das getan haben, scheint aber dennoch zu zeigen, dass die Idee von Ludwig Erhard von Ihnen und von vielen Ihrer Regierungskoalitionen nicht verinnerlicht wurde. Denn die Spielregeln im Fußball und die der Wirtschaft waren von Erhard durchaus vergleichbar. So schrieb er in seinem Bestseller Wohlstand für alle, ich zitiere, da bin ich der Meinung, dass ebenso wie der Schiedsrichter nicht mitspielen darf, auch der Staat nicht mitzuspielen hat. Eines ist bei einem guten Fußballspiel als wesentliches Merkmal zu erkennen. Das Fußballspiel folgt bestimmten Regeln und diese stehen von vornherein fest. Was ich mit einer marktwirtschaftlichen Politik anstrebe, das ist die Ordnung des Spiels und die für dieses Spiel geltenden Regeln aufzustellen. Doch offensichtlich ist Ihnen das Aufstellen von Regeln hier im Parlament viel zu mühsam. Stattdessen schaffen Sie eine Generalklausel, mit der das Bundeskartellamt künftig die Spielregeln für bestimmte Sektoren einfach selbst bestimmen soll. Künftig soll eine Beschlusskammer des Bundeskartellamts darüber entscheiden, ob eine Störung des Wettbewerbs vorliegt, welches Unternehmen dafür verantwortlich ist und was einem Unternehmen für Auflagen gemacht werden, damit der Wettbewerb wieder funktionieren soll. Von der Vorgabe von Vertragsbeziehungen bis hin zur Zerschlagung von marktmächtigen Unternehmen, alles Design vom Bundeskartellamt und das ohne, dass das Unternehmen gegen irgendein Gesetz verstoßen hat, das ist ein nie dagewesener Paradigmenwechsel. Ich schätze das Bundeskartellamt sehr, aber das ist eine nie dagewesene Machtballung beim Bundeskartellamt. Sie wollen Marktmacht mit Staatsmacht bekämpfen und verschließen dabei die Augen davor, dass es nicht nur Marktversagen, sondern auch Staatsversagen geben kann. Nur so lässt sich erklären, warum die Bundesregierung auf jegliche Checks and Balances, auf jegliche Kontrollinstrumente im Gesetzestext verzichten will. Doch wie viele Mitarbeiter beim Bundeskartellamt sollen eigentlich darüber entscheiden? Wie viele Mitarbeiter sind in solch einer Beschlusskammer? Ich kann es Ihnen sagen, 3. 3 Beamte sollen künftig besser wissen, wie einzelne Wirtschaftssektoren zu funktionieren haben als der freie Wettbewerb. Und das ohne jede Kontrollinstanz. Das ist anmaßend, das ist Staatsdirigismus. Dass die Grünen so ticken, überrascht jetzt nicht so sehr. Dass aber ausgerechnet die FDP sich dem auch anschließt,
macht eigentlich sprachlos. Und da sind wir sehr gespannt, wie Sie sich insbesondere im parlamentarischen Verfahren verhalten. Aber es wird immer mehr offensichtlich, dass es nur noch eine Stimme der Es gibt nur noch eine Stimme der sozialen Marktwirtschaft hier im Parlament, und das ist die Union. Wir trauen diesem Parlament außerdem deutlich mehr zu als Sie. Bisher ist es nämlich Aufgabe von uns Politikern, Spielregeln für Wirtschaftssektoren aufzustellen, in denen es keinen funktionierenden Wettbewerb gibt. So ist es beispielsweise bei den ehemaligen Staatsmonopolisten bei Post und Telekommunikation der Fall. Dabei gilt eine strikte Arbeitsteilung. Wir als Parlament stellen die Regeln auf, und die Behörde setzt sie um und setzt sie durch. Nach dem Willen der Bundesregierung soll das Bundeskartellamt die Funktion des Regelsetzers jetzt mit übernehmen. Damit verlagern Sie Regelungskompetenz vom Parlament in die Exekutive. Sie schlagen hier nichts Geringeres vor als eine Teilenteignung des Parlaments. Doch Grundsatzfragen der Wirtschaftspolitik gehören nicht auf den Schreibtischen von drei Beamten entschieden, sondern in der Mitte dieses Hauses. Minister Habeck spricht von der größten Reform des Wettbewerbsrechts seit Ludwig Erhard. Diese Bedeutung lässt sich aber nicht ansatzweise in der Genese dieses Gesetzes ablesen. Während die Vorgängerregierung ihre Änderungen noch mit Hilfe einer Wettbewerbskommission und international anerkannten Experten intensiv erarbeitet und übrigens auch öffentlich zugänglich gemacht hat, kann es der jetzigen Regierung gar nicht schnell genug gehen. Für die Verbändeanhörung nahm man sich ganze 8 Tage Zeit, und hier im Bundestag soll die angeblich größte Reform der sozialen Marktwirtschaft in einem Monat durchgepeitscht werden. Doch wenn Sie die Zeit für Debatte zu diesem Gesetz schon so einschränken, wenn Sie so überzeugt sind von Ihrer Idee, dann lassen Sie sich doch dazu bekennen. Stehen Sie doch dazu. Es schleicht sich nämlich der Verdacht ein, als wollten Sie die Debatte zu diesem Gesetz ganz bewusst gering halten. Der Regierungsentwurf wurde wenige Tage vor Ostern durchs Kabinett gepeitscht und erst ganz kurz vor der Kabinettssitzung auf die Tagesordnung gesetzt. Heute debattieren wir das Gesetzeswerk als allerletzten Punkt einer langen Sitzungswoche am Freitagnachmittag. Das zeigt auch die Bedeutung für Sie dieses Gesetzes. Zumindest bei Teilen hier in diesem Hohen Hause scheint dieses Gesetz doch gewisses Unbehagen auszulösen. Versteckt wird auch das eigentliche Problem übrigens, das Sie mit diesem Gesetz angehen wollen. Denn das hat bis heute keiner gefunden. Wir erinnern uns, im letzten Sommer kündigten Sie, Herr Habeck, ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen an, weil Sie die Mineralölbranche in Verdacht hatten, dass der Tankrabatt nicht weitergegeben wird. Mittlerweile haben Wissenschaftler festgestellt, dass dies wohl nicht der Fall war. Auch das Bundeskartellamt hat keine Hinweise darauf gefunden. Kein Vertreter der Bundesregierung, kein Vertreter der Ampelfraktion konnte bisher eine Branche benennen, in der es derart rigide Eingriffsmaßnahmen braucht, wie Sie dies jetzt vorgeschlagen haben. Nicht einmal für die Durchsetzung künftiger Tankrabatte ist dieses Gesetz geeignet. Der Verbraucher spart mit diesem Gesetz an der Zapfsäule keinen Cent. Die Machtballung beim Bundeskartellamt wird dem Land hingegen noch teuer zu stehen kommen. Denn wir sind damit das einzige Land der Europäischen Union mit einem Kartellrecht, bei dem die Spielregeln für den Wettbewerb nicht von vornherein feststehen. Mehr Investitionsunsicherheit kann man gar nicht schaffen, und das in Zeiten einer Rezession. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Ende der Beratung dieses Gesetzes darauf verständigen könnten, dass wir künftig so wirtschaften wollen, wie hierzulande auch Fußball gespielt wird. Mit klaren Regeln für einen fairen Wettbewerb, mit einem durchsetzungsstarken Schiedsrichter, aber nicht mit Unparteiischen, die als verdeckte Spielmacher fungieren. Als Mutterpartei der sozialen Marktwirtschaft fühlen wir uns dem Kampf für einen fairen Wettbewerb verpflichtet. Dazu braucht es ein Kartellrecht, Herr Kollege, mit Klauen und Zähnen. Kommen Sie zum Schluss, ja, bitte. Aber keines mit Hammer und Sichel. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dotz.
Ich möchte nur für das Protokoll darauf hinweisen, dass die Kollegin Huberts bei ihrer Begeisterung für die Möglichkeit, dass Bayern München diesmal nicht deutscher Meister wird, nicht allein ist. Ich darf nur nicht applaudieren. Das ist wichtig. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Rulloff, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf mal kurz anregen, dass wir die Kommentare im Ältestenrat besprechen, die hier fußballerisch angemerkt werden, weil das alles so nicht geht. Aber jenseits dessen, lieber Herr Dürz, ich dachte ja, dass wir wenigstens fußballerisch auf einer Linie sind. Aber die fußballerischen Vergleiche waren heute genauso verunglückt wie Ihre Bewertung des Gesetzes. Im Gegenteil, es ist ein ganz besonders positives Beispiel, wie handlungsfähig die Ampel ist, weil die Diskussion seit vielen Monaten läuft. Und wenn Sie sich mit dem Gesetz befasst hätten, wüssten Sie auch, was zwischen Referentenentwurf und Kabinettsvorlage passiert ist, dass wir da seit vielen Monaten in einer sehr offenen, kollegialen Diskussion sind, auch weiter sind, aber eben kurz vor Abschluss. Und dementsprechend stehen wir zu diesem Gesetz, weil es ein sehr gutes Gesetz ist. Und es wäre schön, wenn Sie sich damit auch mal im konkreten Detail befassen würden, weil dann könnten wir Ihnen die Sorgen nehmen. Ich gehe gleich drauf ein. Herr Minister Habeck hat gesagt, es sei das Grundgesetz der Wirtschaftspolitik. Das kann man so sagen. Ich hätte es Bibel der Wirtschaftspolitik genannt. Das ist aber natürlich jetzt eine Frage der individuellen sozusagen Orientierung. Die Idee in den 1950er Jahren war, Kartelle zu verbieten und immer ein Umfeld zu schaffen, wo Wettbewerb frei möglich ist und Wettbewerbsbeschränkungen begrenzt werden. Weil völlig klar ist, dass ein fairer Wettbewerb zu mehr Verbraucherschutz, niedrigen Preisen, besserer Qualität und einer höheren Innovationskraft führt. Jetzt gucken wir uns die 11. GWB-Novelle an. Der Kerngedanke hat sich aber nicht verändert. Und dementsprechend ist es klar, dass wir weiter freien und fairen Wettbewerb stärken wollen und das ein wichtiger Standortfaktor für Deutschland ist. Worum geht's? Wir haben im Wesentlichen drei Elemente in dieser Novelle. Zum einen stärken wir die Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts und machen daraus einen wirklich effektiven wettbewerbsrechtlichen Faktor. Wir gucken uns bei festgestellten Kartellrechtsverstößen eine schnellere Rechtsfolge an, bis zur Abschöpfung der daraus entstandenen Vorteile. Und wir setzen, da wird mein Kollege Klüsendorf gleich noch darauf eingehen, die rechtliche Grundlagen für die Umsetzung des Digital Market Act, was wir ja auch tun müssen. Heute kann die Sektoruntersuchung durch das Bundeskartellamt auch schon eingesetzt werden. Wir wissen aber auch, dass es oft zu lange dauert und oft keine wirkliche Konsequenz haben. Weil klar ist auch, wenn die Sektoruntersuchung einige Jahre dauert, hat sich auf dem Markt meistens auch schon viel verändert. Muss man über die Tatbestandsgrundlagen neu diskutieren und kann dann kein wirklich verbindliches Ergebnis treffen. Dementsprechend ist es sinnvoll, dass wir diese jetzt auf 18 Monate begrenzen, sodass man dann ein Ergebnis hat, mit dem man arbeiten kann und die Marktveränderungen sich nach Möglichkeit zumindest in zeitlichen Grenzen gehalten haben. Und für diese Konsequenzen geben wir dem Bundeskartellamt einen Instrumentenkasten an die Hand, bei der es dann nach entsprechender Sektoruntersuchung und nach entsprechendem Ergebnis die Störung angreifen und im besten Fall abschaffen kann. Es ist so, dass auch heutzutage schon ein Wettbewerb gestört sein kann, ohne dass man was tun kann. Wenn zum Beispiel Märkte komplett verkrustet sind, der Marktzutritt für neue Unternehmen praktisch oder auch technisch nicht mehr möglich ist und da besteht eine Regelungslücke, die wir mit diesem Gesetz schließen wollen. Aber selbstverständlich ist auch klar, und da ist auch leider das Gegenteil behauptet worden, dass es immer angezeigt ist, das mildeste Mittel zu nehmen. Das ist bei Verwaltungshandeln grundsätzlich so, und wir haben es auch in diesem Gesetz noch mal geregelt. Also wer behauptet, man würde das Bundeskartellamt jetzt aufblähen und mit irgendwelchen mächtigen Kompetenzen ausstatten, die dann ohne jedwede Kontrolle agieren können auf dem Markt, sagt nicht die Wahrheit, weil selbstverständlich gilt das mildeste Mittel und selbstverständlich gilt überall umfassender Rechtsschutz. Das war uns in der Beratung besonders wichtig. Klar ist auch, dass dieses mildeste Mittel dann kooperativ mit den Unternehmen ausgeübt wird und wir eben, wie gesagt, in allen Instanzen und je nachdem, wie gravierend die Mittel sind, bei dem deutlichsten Eingriff der
eigentumsrechtlichen Entflechtung nochmal besonderen Rechtsschutz entsprechend reingeschrieben haben. Das war uns in der Ausgestaltung besonders wichtig. Durch die Innovationsklausel wollen wir insbesondere besondere Innovationstätigkeiten schützen, damit wir eben auf neuen Märkten oder bei neuen Produkten, bei neuen Teilaspekten nicht möglicherweise die falschen sozusagen treffen. Und dementsprechend sind die entsprechend ausgenommen. Die eigenen Befugnisse umfassen den ganzen Katalog, Zugang zu Daten, Veränderung, Veränderung von Geschäftsbeziehungen, organisatorische Trennung etc. umfassen bis hin zur eigentumsrechtlichen Entflechtung im Worst Case. Ja, das wird entsprechend geregelt. Allerdings wird auch dieser Worst Case mit einer fairen Kompensationszahlung versehen. Und wir haben dann für den Fall, dass das Gesetz so beraten und beschlossen wird, eine Rechtslage, die mit der im Vereinigten Königreich vergleichbar ist. Und im Vereinigten Königreich kann man viel unterstellen, aber ich glaube, dass der Sozialismus da noch nicht Einzug gehalten hat. Darüber hinaus wollen wir es dem Bundeskartellamt erleichtern, die Anmeldung von Zusammenschlüssen schneller zu erfassen, damit es eben zum Beispiel möglich ist, auch unterhalb der üblichen Umsatzschwelle systematische Aufkäufe zum Beispiel auf mehreren Regionalmärkten gleichzeitig zu prüfen. Ich freue mich sehr auf die weitere Beratung. Wie gesagt, wir sind ja auch schon einige Zeit dran. Glaube, dass das ein gutes Gesetz wird. Freue mich, dass auch der Gedanke von Rainer Brüderle da entsprechend Eingang findet und glaube, dass das Gesetz den Standort stärken wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Enrico Komning, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen, lieber Kollege Dorz, Ihrer Rede bzw. Ihrem 10-minütigen Vortrag habe ich sehr gerne zugehört und wie Sie gesehen haben, auch das eine oder andere Mal Beifall dazu gegeben. Bei allem kann ich Ihnen nicht recht geben. Sie haben gesagt, dass die CDU, die CDU-CSU, die Union die einzige Stimme der sozialen Marktwirtschaft in diesem Plenum ist. Das ist nicht der Fall. Mindestens auch die AfD ist eine Stimme der sozialen Marktwirtschaft. Und da wir offensichtlich wirtschaftspolitisch auf derselben Linie liegen, biete ich Ihnen durchaus auch eine Zusammenarbeit, zumindest mal auf der, im Rahmen der Wirtschaftspolitik an. Und im Übrigen werden wir im nächsten Jahr, wir haben ja Landtagswahlen, Sie wissen, wo die AfD steht. Auch dort gibt es durchaus eine Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU. Also, ich kann Ihnen das mal anbieten. Anders als die AfD und die Union beweisen vor allem aber die beteiligten Minister Habeck und auch Buschmann einmal mehr, dass für sie die soziale Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit überkommene Relikte der Vergangenheit sind. Wir von der CDU meinen, dass Zukunft eben nur mit einer funktionierenden sozialen habe ich mich versprochen. Also wir werden uns dagegen. Okay. Herr Kollege, Sie gehören noch der AfD-Fraktion an. Also. Entschuldigung. Ja, das ist ja aber lustig. Sehen Sie mal. Also, wir von der AfD meinen, dass Zukunft nur mit einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft und vor allem auch nur mit einem rechtsstaatlichen Verfahren gestaltet werden kann. Es ist ja grundsätzlich richtig, dass Gatekeepern wie Microsoft, Amazon oder eben auch Google Schranken gesetzt werden. Aber heute hier geht es ja doch eher um das große Ganze. Und da schießen Sie, liebe Bundesregierung, weit über das Ziel hinaus. Was Sie hier machen, ist in ein Gesetz gegossene staatliche Willkür. Ich meine, ich kann es ja verstehen, dass Sie sich letztes Jahr über die sprunghaft ansteigenden Preise an den Tankstellen erschrocken haben, aber anstatt in wettbewerbsrechtlichen Aktionismus zu verfallen, hätten Sie sich mal eher Gedanken über Ihre unsägliche Energie- und Sanktionspolitik machen sollen. Stattdessen will Herr Habeck jetzt ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen, wie er es ausdrückt. Herr Habeck macht die Unternehmen zum Freiwild seines Regulierungsfurors und die einst liberale FDP, aus der ich im Übrigen komme, applaudiert fleißig dazu. Und worum geht es eigentlich? Die GWB-Novelle soll der Kartellbehörde Macht verleihen, indem die sogenannte Vorteilsabschöpfung, das Einkassieren von Gewinnen aufgrund Wettbewerbsverstößen, erleichtert wird. Praktisch ist, das Kartellamt muss nach dem neuen § 34 zukünftig den Wettbewerbsverstoß nicht mehr beweisen. Behaupten reicht aus. Und es muss den vermeintlichen Gewinn auch nicht mehr beziffern. Es muss einfach nur noch schätzen.
Diese Umkehr der Beweislast ist viel zu unbestimmt und verletzt damit gegen multiple verfassungsrechtliche Grundsätze. Und hier muss diese Larifari-Bundesregierung unbedingt gestoppt werden, meine Damen und Herren. Die Folge dieses Gesetzes sind nicht etwa faire Marktbedingungen, sondern eine fundamentale Verunsicherung von Unternehmen. Wenn nämlich noch nicht einmal ein Wettbewerbsverstoß tatsächlich vorliegen muss, schützt eben auch rechtmäßiges Handeln die Unternehmen nicht mehr vor staatlichem Zugriff. Und damit tritt die Bundesregierung alle bisherigen Grundprinzipien deutschen und auch europäischen Wettbewerbsrecht mit Füßen. Bundeswirtschaftsminister Habeck rühmt seinen Gesetzentwurf als die größte Reform des Wettbewerbsrechts seit Ludwig Erhard. Ich würde sagen, es ist ein weiterer Sargnagel für die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard. Herr Habeck, geht es im Grunde nur ums Geld. Geld, das er von den Unternehmen nun auf einfache Art kassieren kann zur Finanzierung seiner Blütenträume. Und wie praktisch eine Vorgabe, wie viele Abschöpfungsverfahren jährlich initiiert werden sollen, gibt es auch schon. Als AfD lehnen wir dieses moderne Raubrittertum ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Gerald Ulrich, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Minister Habeck, ich bin auch der Meinung, dass dieses Wettbewerbsrecht das Grundrecht unserer Wirtschaft ist. Da haben Sie recht. Ich glaube aber, dass die Intention von Ludwig Erhard ein kleines bisschen eine andere war. Denn er wollte nicht nur den Wettbewerb erlauben, denn bei der Schaffung des Kartellrechts sollte auch darauf geachtet werden, dass die Betriebe, dass die Firmen eine gewisse Mindestgröße haben, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Ich glaube, das muss man bei all dem mit beachten. Lieber Herr Dorz, ich fand das jetzt ganz toll, dass Sie die Stellungnahme des BDI vorgelesen haben. Das fand ich wirklich absolut klasse. Und wenn es wirklich so ist, dass Sie der letzte Vertreter, also Ihre Union, der letzte Vertreter der Marktwirtschaft ist, dafür sind heute am Freitagnachmittag wirklich verdammt wenig Leute hier. Und dafür hätte ja auch vielleicht noch ein anderer Vertreter mitreden können. Außerdem würde ich mal denken, wenn die Wirtschaftspolitik der Union schon mit der von der AfD verglichen wird, müssen Sie doch noch einige Stellschrauben drehen, damit wir dort ein kleines bisschen besser werden. Vielleicht so viel am Anfang dazu. Ja, es wurden einige entschiedene Fragen gestellt. Die Hauptfrage ist aber wirklich, wie weit denn ein Staat überhaupt auf die Dinge einwirken kann. Die entscheidende Frage ist hierbei nämlich, ob wir als Staat bestimmen können, wie viel Wettbewerb wir auf einem Markt eigentlich für angemessen halten. Und da möchte ich gerne Ihren Ball mit dem Fußball aufnehmen. Das war nämlich eigentlich eine sehr gute Geschichte. Morgen ist wirklich der letzte Spieltag und morgen kann wirklich der Borussia Dortmund das erste Mal seit 10 Jahren wieder zu einem Meistertitel kommen. Finde ich sehr erstaunlich. Und das kann er aus eigener Hand. Vorher haben die Bayern 10-mal gewonnen, oft auch mit einem sehr großen Vorsprung. Und wie oft wurde dort auch schon eine Vormachtstellung festgestellt, die wir so vielleicht gar nicht sehen. Um im Bild zu bleiben, nach dem vorliegenden Gesetzentwurf hätte das Bundeskartellamt eine Sektoruntersuchung durchführen können, das ist in der Tat so, und wäre möglicherweise zu dem Ergebnis gekommen, dass der Wettbewerb im Profifußball auch gestört ist. Wenn dabei herausgekommen wäre, dass die Bayern als Verein diese Störung mit verursacht hätten, könnte man dann vom Kartellamt Maßnahmen anordnen, um diese Störung zu beseitigen. Die Palette an Maßnahmen ist dabei sehr umfangreich und im Gesetz auch nicht abschließend geregelt. Ich möchte da einige Beispiele nennen. Das Kartellamt könnte zum Beispiel die Anmeldepflicht für Zukäufe erlassen. Also Transfers müssten dann erst durch das Kartellamt genehmigt werden. Es würde auch geschaut, ob denn der andere Wettbewerb durch solche Zukäufe nicht zu sehr geschwächt würde. Wenn man so will, könnte das Kartellamt natürlich auch Bestimmungen vorgeben, wie sich Spieler eines Vereins auf dem Platz verhalten könnten. Ob die schnelleren Spieler vielleicht nicht ganz so schnell rennen sollten, damit die langsameren Spieler dem vielleicht auch noch ein kleines bisschen folgen könnten. Es könnte auch Vorgaben zu Verträgen geben und Vertragsformen geben, wie denn die Spieler an den Verein gebunden wären. Als Ultima Ratio könnte eine Entflechtung stattfinden, das ist in der Tat so, was dann wieder auf den Fußball übertragen würde, dass zum Beispiel die Verteidigung aus einer Mannschaft des SC Bayern entfernt würde. Wer sich an das letzte Wochenende erinnert, der möchte fast gemeint sein, dass das dort schon mal der Fall gewesen wäre.
Die Maßnahmen sind im Übrigen auch für marktübergreifende Unternehmen gültig, was bei den Bayern etwa die Basketballmannschaft betreffen würde, die ja durch Gelder aus dem Fußballgeschäft quersubventioniert wird. Jetzt kann man sich fragen, will man wirklich diese Bereiche alle auf die Wirtschaft anwenden? Der FC Bayern hat ja nicht gegen das Gesetz verstoßen, das ist ganz richtig. Denn sie sind ja eigentlich nur über Jahrzehnte geworden zu dem, was sie heute sind. Dabei waren auch die Bayern nicht immer mit dem einseitigen Wettbewerb einverstanden. Denn die Bundesliga hat ja in Deutschland an Interesse und an Marktanteilen verloren. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Dadurch, dass sie wirklich langweiliger geworden ist und dadurch, dass man sich nach anderen Alternativen umgegeben hat. Es wurden gleich zwei andere Sportarten gesucht. Zum Beispiel gab es gleich zwei NFL-Spiele, die dieses Jahr in Deutschland stattfinden werden. Man sieht, der Wettbewerb funktioniert hier schon. Wir vermischen auch unterschiedliche Ebenen miteinander. Die Bayern stehen auch im internationalen Wettbewerb und da sah es ja nicht so erfolgreich aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es hilft, solche Vereine dann im Heimatmarkt noch wesentlich zu schwächen. Ich möchte aber vielleicht noch auf Ludwig Erhard zurückkommen, den Sie ja auch sehr schön zitiert haben. In der Tat, Ludwig Erhard schreibt ja in seinem Buch Wohlstand für alle, den Staat als obersten Schiedsrichter, welches selbst nicht mitspielen darf. Ich zitiere, das Fußballspiel folgt bestimmten Regeln und diese stehen von vornherein fest. Wenn ich mit einer marktwirtschaftlichen Politik anstrebe, das ist, um im gestandenen Spiel zu bleiben, die Ordnung des Spiels und die für dieses Spiel geltenden Regeln aufzustellen. Und ich denke, das wollen wir auch mit diesem Gesetz erreichen. Nun ist der Fußball heute aber wesentlich mehr Geschäft im Unterhaltungsbereich. Das zeigt umso dringlicher, dass es besonders von den Rahmenbedingungen abhängt. Rahmenbedingungen müssen passen, damit neue Wettbewerber auch auf den Markt kommen können. Und ich möchte hier zum Beispiel... Nein, Ulrich, du möchtest jetzt nicht mehr. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Ich möchte hier zum Beispiel auch... Nein. Ich habe jetzt bedauerlicherweise das Wort entziehen müssen. Ich bin ja nicht nur Schiedsrichter, aber auch Schiedsrichter. Und deshalb muss ich, um Wettbewerbsgleichheit herzustellen, auf die Redezeiten achten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fußballspiel gewinnt, wenn wir das so organisieren, wie das gerade vorgetragen wurde. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Meiser, Fraktion Die Linke. Darf ich darauf hinweisen, ich bin nicht alleiniger Herrscher der Technik, sondern ich habe noch mehrere andere hinter mir, die technisch versiert sind. Aber es geht jetzt nicht um Dynamo Dresden, sondern RB Leipzig, liebe Frau Klöckner. Man sieht, die Wettbewerbsbedingungen sind nicht immer gleich. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Versprechen der Marktwirtschaft lautet, Wettbewerb führe zu besserer Produktqualität, zu niedrigeren Preisen und zu effizienterer Nutzung von Ressourcen. Doch, wo einzelne Märkte von wenigen privaten Konzernen beherrscht werden, ist von Wettbewerb meist wenig übrig. Wer seine Lebensmittel im Supermarkt einkauft, ist meist auf Edeka, Rewe, Aldi oder die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland angewiesen. Allein diese großen vier haben ja einen Marktanteil von 76%, Tendenz steigend. Entsprechend hoch ist deren Erpressungspotenzial gegenüber kleineren Zulieferern, entsprechend groß der Spielraum bei der kreativen Preisgestaltung und entsprechend hoch die Profite. Ich finde, ein unhaltbarer Zustand. Fährt man zur Tankstelle, landet man meist bei einer der großen sechs Anbieter. In der Region Potsdam zum Beispiel um die Ecke sind über 70% der Tankstellen in Händen von Aral, Shell und Total. Die Auswirkungen hat man spätestens beim vermurksten Tankrabatt im letzten Jahr gesehen, der nur in Teilen tatsächlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen ist. Aber solche Oligopole sind nicht nur ein Problem, wenn sie die Preise in die Höhe treiben. Auch der übermäßige politische Einfluss marktbeherrschender Konzerne ist und bleibt ein schwerwiegendes Problem. Brecht die Macht der Konzerne, dieser altbewährte Slogan, sollte daher nicht nur für uns als Linke, sondern für alle Demokratinnen und Demokraten die Maxime sein. Und deshalb ist es auch dringend notwendig, endlich das Wettbewerbsrecht zu schärfen. Die Auswertung der Befugnisse des Bundeskartellamts, die erleichterte Abschöpfung von kartellrechtswidrigen Gewinnen, die Einführung einer gesetzlichen Möglichkeit, Konzerne in letzter Instanz auch zerschlagen zu können, das alles fordern wir als Linke schon lange und es ist gut, wenn wir hier jetzt endlich weiterkommen. Es bleiben wichtige Punkte offen. So fragt der Deutsche Gewerkschaftsbund zu Recht,
was eine behördlich angeordnete Zerschlagung eines Konzerns eigentlich konkret für die Beschäftigten bedeutet, für ihre Arbeitsplätze, für Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge. Hier haben Sie Antworten verdient, meine Damen und Herren. Zudem, warum eigentlich sieht Ihr Gesetzentwurf die Entflechtung nur zur Behebung von nachgewiesenen Wettbewerbsstörungen vor, nicht auch bei anderen schwerwiegenden öffentlichen Interessen? Denn nochmal, Konzernmacht wird nicht erst dann zu einem Problem, wenn sie den Markt nachweislich stört. Schließlich, warum erwägen Sie nicht auch die Option als Instrument, die Überführung von marktbeherrschenden Konzernen in öffentliches Eigentum vorzusehen? Dort, wo es völlig ineffizient wäre, ein bestehendes privates Monopol in einer Vielzahl konkurrierender privater Anbieter aufzuspalten. So macht es bekanntlich wenig Sinn, wenn verschiedene private Konzerne parallel mit viel Ressourceneinsatz die gleiche Infrastruktur aufbauen, statt dass gleich ein öffentlicher Betreiber diese Aufgabe übernimmt. Ich komme zum Schluss. Nur wenn das alles berücksichtigt wird, dann lässt sich wirklich dafür sorgen, dass nicht nur die Macht der Konzerne gebrochen wird, sondern auch die berechtigten Interessen der Beschäftigten gesichert sind und dort, wo dies sinnvoll ist, auch für eine starke und funktionsfähige öffentliche Infrastruktur gesorgt ist. Vielen Dank und natürlich heia, heia, BVB. Vielen Dank, Herr Kollege Meiser. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Sandra Detzer, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, fairer Wettbewerb beflügelt und unfairer Wettbewerb zerstört. Wir wollen Wettbewerb, der beflügelt, den Wettstreit um die besten Ideen, die günstigsten, die innovativsten, die klimafreundlichsten Lösungen zum Wohl der VerbraucherInnen, zum Wohl aber auch von uns allen. Mit der vorgelegten GWB-Novelle erfüllen wir als Gesetzgeber eine der wichtigsten Aufgaben, die uns der so oft falsch verstandene Ökonom, aber auch Moralphilosoph, das ist mir ganz wichtig an der Stelle, Adam Smith, mit auf den Weg gegeben hat. Wir setzen ordnungspolitische Leitplanken, damit die Märkte ihre Kraft entfalten können. Kluge Wettbewerbspolitik begrenzt die wirtschaftliche Macht Einzelner. Sie verhindert, dass die Großen die Kleinen erdrücken zum Wohle aller. Deshalb stärken wir zum Beispiel die Rolle des Kartellamts in dieser Novelle als Hüterin des fairen Wettbewerbs. Bisher bleiben Untersuchungen des Kartellamts in der Regel folgenlos. Es bleibt bei Berichten. Und deswegen machen wir jetzt die Sektoruntersuchungen schlagkräftiger und ergänzen sie um Instrumente, die auch konkrete Abhilfemaßnahmen dort schaffen können, wo Wettbewerb erheblich und fortwährend gestört ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium an dieser Stelle. Wir verstärken die Kontrolle von Unternehmensfusionen, denn dort, wo Fusionen zu überhöhter Unternehmenskonzentration führen können, da müssen sie jetzt beim Kartellamt gemeldet werden. Und das ist wichtig, hier Konzentration von Macht frühzeitig zu begegnen und dann nicht erst nachzusteuern, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Das Wettbewerbsrecht hat somit noch mal einmal stärker den Anspruch, schädliche Machtkonzentration zu verhindern. Und es ist an der Stelle ein zutiefst demokratisches Instrument, um Macht zu teilen und sie zum Wohle aller zu ordnen. Nicht umsonst war das deutsche Kartellrecht schon von seiner Geburtsstunde an in den 50er Jahren umstritten. Und ja, Ludwig Erhard ist einer der Väter dieses Kartellrechts. Aber man muss auch dazu sagen, dass er gegen den erbitterten Widerstand seiner Partei gekämpft hat an dieser Stelle. Und in der Historie des Bundestags ist zu lesen, dass der Bundestag damals 82 Ausschusssitzungen brauchte, um dieses Kartellrecht auf den Weg zu bringen. Das sagt alles über die innere Haltung der CDU-CSU in der Sache, die fest an der Seite des BDI steht. Die waren damals schon dagegen, sie sind es noch heute. Heute haben wir in Nachfolge von Ludwig Erhard Robert Habeck. Und das ist die gute Nachricht. Wir brauchen die CDU-CSU nicht. Dieses Kartellrecht hat sich über viele Jahrzehnte bewährt, und jetzt bringen wir es auf die Höhe unserer Zeit. Ich bin an dieser Stelle sehr, sehr dankbar für die Unterstützung der FDP für diese Novelle. Ich bin davon überzeugt, dass wir den fairen Wettbewerb als einigendes, als großes Band in dieser Koalition haben. Und mit dieser Novelle haben wir ein starkes Zeichen, dass Wettbewerb in diesem Land hochgehalten wird. Zum Wohle aller herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Detzer. Letzter Redner des heutigen Tages ist der Kollege Tim Klüssendorf, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja das erste Mal, dass ich als Steuerpolitiker in einer wirtschaftspolitischen Debatte spreche. Zwischendurch dachte ich, ich bin im aktuellen Sportstudio gelandet, aber wir sind ja doch zurück zu den Inhalten gekommen. Auch Herr Durz, wenn Sie bei den Fußballanekdoten besser aufgehoben gewesen wären. Muss aber zur Kenntnis nehmen, Sie kennen sich ja mit Wettbewerbsstörungen aus, nicht zuletzt deswegen haben wir das Wahlrecht verändert, damit auch in Bayern wieder die CSU auf die Mandate kommt, die Ihnen eigentlich zustehen. Das vielleicht als kleine Anmerkung am Rande. Nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich heute zum DMA sprechen, weil das ein bisschen zu kurz gekommen ist auch in der Debatte. Wir setzen nämlich auch mit dieser GWB-Novelle das DMA um. Das Gesetz der digitalen Märkte auf EU-Ebene, schon ein sehr, sehr wichtiger Fortschritt. Wir halten in der GWB-Novelle fest, dass das Bundeskartellamt die EU-Kommission bei der Durchsetzung der neuen Regeln nun unterstützen kann und dass auch die private Durchsetzung des DMA erleichtert wird. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt, um auch auf den digitalen Märkten wieder handhabbar zu werden und dort auch als aktiver Staat im Notfall eingreifen zu können. Vom DMA profitieren natürlich zunächst einmal gewerbliche Nutzer, weil diejenigen Unternehmen, die auf Plattformen angewiesen sind, um ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten, jetzt auf ein faireres Geschäftsfeld treffen. Das ist, glaube ich, wichtig, um marktwirtschaftliche Prinzipien überhaupt erst zu ermöglichen und hier auch den Wettbewerb zu stärken. Natürlich profitieren auch Start-ups, der Minister hat es gesagt, die im Umfeld von Online-Plattformen konkurrieren und innovativ sind, ohne sich dabei an unfaire Bedingungen halten zu müssen, auch ein wichtiger Schritt. Und nicht zuletzt natürlich die VerbraucherInnen, denn Wahl aus mehr und besserer Dienstleistungen, leichteres Wechseln von Anbietern und der direkte Zugang zu Dienstleistungen und fairen Preisen ist besonders wichtig, und das verstehen wir auch unter Verbraucherschutz. Wichtig ist dabei, der DMA ersetzt natürlich nicht unsere nationalen Regeln und Instrumente aus dem GWB, sondern ergänzt diese. Und ich glaube, das ist auch deutlich geworden, das Kartellamt führt ja bereits Verfahren gegen digitale Plattformen auf Basis des GWBs. Und das ist also eine gute nationale Umsetzung, die wir hier haben. Es ist schon viel darauf eingegangen worden, warum der mangelnde Wettbewerb tatsächlich ein Problem ist und warum wir Handlungsbedarf haben. Und das wurde ja auch schon Ludwig Erhard diverse Male zitiert, und da es ja möglicherweise auch schon zu antizipieren war, dass das in dieser Debatte eine Rolle spielt, habe ich den Kollegen natürlich noch mal mitgebracht, weil er aus meiner Sicht häufig falsch verstanden wird. Und wer jetzt der Ampelkoalition vorwirft, dass wir die soziale Marktwirtschaft beerdigen würden mit dieser GWB-Novelle, dem möchte ich doch an so ein, zwei Zitate noch mal erinnern, die ich Ihnen mitgebracht habe. Mit Erlaubnis des Präsidenten lese ich also vor. Angelpunkt dieser Auffassung ist meine Überzeugung, dass nur über den freien Wettbewerb die Kräfte lebendig werden, die dahin wirken, dass jeder wirtschaftliche Fortschritt und jede Verbesserung in der Arbeitsweise sich nicht in höheren Gewinnen, Renten oder Pfründen niederschlagen, sondern dass all diese Erfolge an den Konsumenten weitergegeben werden. Das ist der soziale Sinn der Marktwirtschaft, dass jeder wirtschaftliche Erfolg, wo immer er entsteht, dass jeder Vorteil aus der Rationalisierung, jede Verbesserung der Arbeitsleistung dem Wohle des ganzen Volkes nutzbar gemacht wird und eine bessere Befriedigung des Konsums dient. Das ist tatsächlich ja der zentrale Punkt der Marktwirtschaft und vor allem der sozialen Marktwirtschaft, der in vielen Märkten eben nicht mehr gegeben ist, weswegen wir ja genau diese Eingriffsmöglichkeiten brauchen und dass nach einer Sektoruntersuchung nun nicht mehr nur ein einfacher Bericht geschrieben wird, sondern dass das Kartellamt auch in die Lage gesetzt wird, dort zu handeln, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, um dem Ludwig Erhard in seinem Gedanken gerecht zu werden. Und weil er das natürlich konkretisiert, habe ich noch ein zweites Zitat mitgebracht. Weil ja auch so manchmal angezweifelt wird, dass der Staat dabei eine starke Rolle spielen soll. Folglich hat Ludwig Erhard gesagt, der Gesetzgeber muss also dem Problem der wirtschaftlichen Macht als einem möglichen Störungsfaktor des marktwirtschaftlichen Gleichgewichts seine besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Der Wettbewerb und die durch ihn bedingte Leistungssteigerung und Fortschrittsförderung müssen durch staatliche Ordnungsmaßnahmen sichergestellt und gegenüber allen Störungselementen abgeschirmt werden. Ich glaube, auf dieser Basis versteht sich auch diese aktuelle GWB-Novelle, weil wir genau das nämlich sichern. Wir sichern, dass staatliche Ordnungsmaßnahmen im Notfall in Kraft treten können, um hier die Leistungssteigerung und Fortschrittsförderung im Sinne des Wettbewerbs zu stärken. Deswegen ist diese GWB-Novelle nicht nur angesagt, sondern tatsächlich erweitert das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft das, was Ludwig Erhard in seinem Buch Wohlstand für alle schon niedergeschrieben hat, weil am Ende dient die gesamte Wirtschaft doch einem Ziel, dass tatsächlich alle davon profitieren und nicht nur die großen Unternehmen, die ihre Gewinne an die Aktionäre weitergeben. Und dafür sorgen wir. Und deswegen bitte ich Sie auch um weitere positive Begleitung dieser GWB-Novelle und wünsche uns allen viel Erfolg bei der weiteren Beratung. Vielen Dank, Herr Kollege Klüssendorf. Damit schließe ich die Aussprache interfraktionell mit Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 6824 an die in der Tagesordnung aufführenden Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann